Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Wir beginnen gleich mit einer französischen Komödie. Sehr poetischer deutscher Titel. Der französische ist schlicht und einfach Aurora. Bei uns heißt der Film Madame Aurora und der Duft von Frühling. Woher kennen Sie denn Manon? Durch meine Arbeit. So wie ich. Sie hat mir den Arsch gerettet. Mir auch. Wer weiß, was ich ohne sie getan hätte. Wie wär's mit einer Orgie? Oh, Marino, echt jetzt? Das war nur ein Scherz. Das habe ich jetzt auch nicht ernst genommen. Lebenskrisen haben es ja so an sich, dass alles auf einmal kommt. Da gibt es keine halben Sachen. So auch bei Aurora, eine Frau in einer tiefen Sinnkrise. Sie ist in den Wechseljahren, hat ihren Job verloren, lebt einsam, weil geschieden. Sie wird Großmutter demnächst. Und das wiederum ist ein Hoffnungszeichen in diesem Film. Wie es dann auch andere Hoffnungen wieder gibt. Denn auch das gehört ja zu einer Krise. Sie ist immer auch eine Chance. Nicht zuletzt, als sie ihrer Jugendliebe wieder begegnet und das vielleicht auch ein Neuanfang sein könnte. Dieser Film von Blondine Lenoir ist ganz impressionistisch, gar nicht durcherzählt. Da gibt es immer wieder Episoden in diesem Leben der Frau. Man wandert so mit ihr durch ein ziemlich kompliziertes Leben und vor allem verliebt man sich in diese wunderbare Hauptdarstellerin, ein großer Star in Frankreich, Agnès Jaoui. Und die Regisseurin tut gut daran, sich ganz auf diese Frau zu verlassen, die ihrer Figur sehr viel Wärme gibt, sehr viel Sympathie, aber auch sehr viel Diskretion. Also sie kommt ihr gewissermaßen nie zu nah. Und genau so beobachten wir ihr Leben. Ein sehr schöner, ein sehr ermutigender Film, der bekommt von mir 4 Rollen. Rings um die Schweiz war Weltkrieg. Meine Mutter nahm mich mit zum Güterbahnhof, um ein Flüchtlingskind auszusuchen. Wir bekamen ein Mädchen, das ganz anders sprach. Dich, Giovanna. Eine Kindheitserinnerung wird hier zum Auslöser einer tiefgründigen Recherche. Einer der wichtigsten Regisseure der Schweiz, nämlich Markus Imhof, sehr berühmt geworden durch den Film Das Boot ist voll, aber auch durch More Than Honey, erinnert sich, dass 1945 zum Kriegsende ein junges Mädchen aus Italien zu ihnen in die Schweiz kam. Giovanna war ihr Name. Sie war durch den Krieg schwer geschädigt und sollte eben in der Schweiz aufgepäppelt werden. Und diese Erinnerung, auch die Erinnerung an die Gefühle damals für Giovanna, an ihre wunderschönen Briefe führt dazu, dass der Regisseur sich jetzt fragt, wie geht es heutigen Geflüchteten? Warum fliehen diese Menschen? Er versucht also hinter diese Nachrichtenbilder zu kommen und tritt diese große Reise an. Er besucht illegale Lager, in denen die Geflüchteten teilweise brutal misshandelt und ausgebeutet werden. Er fährt aber auch mit den Rettungsbooten mit. Er besucht diese Menschen, er versucht sie zu verstehen. Er gibt ihnen vor allem ein Gesicht jenseits der offiziellen Bilder. Und da dieser Film so einen persönlichen Zugang hat, ist es auch niemals ein polemisches Werk, sondern eben eine ganz persönliche Untersuchung einer großen Misere unserer Zeit. Dieser sehr bewegende und sehr wichtige Film bekommt von mir 4 Rollen. Er schickt ihn nach Istanbul. Da gibt es eine Werkstatt, wo sie repariert werden kann. Du darfst das Geld keinem zeigen. Wenn du dort bist, bezahlst du die Stange und machst keinen Blödsinn. Hast du verstanden, du kleines Biest? Ja, du Stinkstiefel. Und auch in diesem Film geht es indirekt zumindest um die großen Krisen unserer Zeit. Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Flüchtlingskrise. Aber es geht vor allem um die Lebenslust eines jungen Mädchens, das in Griechenland lebt, von ihrem Onkel nach Istanbul geschickt wird. Sie soll dort ein sehr schwer zu besorgendes Ersatzteil beschaffen. Ohne dieses Teil kann sein Boot nicht mehr fahren. Und auf dieser sehr abenteuerlichen Reise lernt sie eine junge Französin kennen. Die beiden freunden sich an und erleben dann wirklich jede Menge teilweise schwindelerregende Abenteuer auf ihrer Fahrt, die dann wieder zurückführt nach Griechenland. Wie oft bei Tony Gatliff ist vor allem die Musik ein ganz wichtiges Element. Es wird so viel getanzt und gesungen, so ansteckend fröhlich, dass man manchmal sogar denkt, man sieht eine Art griechisches Musical. Die Krisen, sie sind zwar da, aber sie werden weggetanzt. Das heißt also, die Lebenslust, sie ist sehr viel stärker als alle Bedrückung. Dieser lebensfrohe Film bekommt von mir 3 Rollen und dies war es auch schon wieder mit den Radio 1 Filmen dieser Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.